Versuchskaninchen. Du kriegst keine Flasche Wodka von mir, nie im Leben. Deine Stimme, das ist der Schwarze. Und vergiss nicht, ihn mit einem Kopfschuss zu erledigen. Haben wir denn hier Nettes? Neuen Eintrag. Ich muss tun, was Hunter von mir verlangt hat. Was Miller mir befohlen hat. Und was Anna von mir erwartet. Wir vermuten jetzt, nett, nett. Ich hoffe, wir töten den Schwarzen nicht. Wenn Khan recht hat. Dass du den Mist von wegen Frieden schließen ist mit das echt den genial. Schwarzen glaubst. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu sehen. Komm schon, Kaninchen. Würdest du diese Dinger in die Metro lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Vielleicht sollten wir uns mit ihnen paaren, damit die Kinder an der Oberfläche leben können und die Strahlung auffressen. Scheiße, dem Teufel tut man nicht die Hand. Warum nicht? Der Teufel ist eigentlich ziemlich cool. Bin auch schon drin. Los geht's. Hier gibt es für uns nichts mehr zu tun. Lass uns aufbrechen. Hoffentlich töten wir den Schwarzen nicht. Hoffentlich bekommen wir überhaupt nicht die Chance dazu. Irgendwie müssen wir es verhindern. Vor einem Jahr stand ich oben auf dem Fernsehturm und sah Raketen im Botanischen Garten einschlagen, die Fleisch in Asche verwandelten, Metall und Glas schmolzen. Nichts und niemand konnte das Inferno überleben. Und doch hat Khan dort einen Schwarzen gefunden. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten. Zu Ende zu bringen, was ich begonnen hatte. Dann mal los. Ich glaube nach wie vor, dass das die Antwort ist. Wow. Die haben ganz schön die Grafik aufgebohrt. Das ist eine nette Früher Sache. Früher waren Züge etwas ganz Normales. Aber jetzt scheint diese Einschienenbahn geradezu magisch zu sein. Unsere Kinder werden nicht wissen, wie man sie bedient. Und deren Kinder werden vermutlich denken, sie wäre von den Göttern gebaut worden. In Ordnung. Wir haben die Station erreicht. Sie ist Teil der geheimen Metro 2-Linie. Wir haben diese Tunnels noch nicht erkundet. Haben wir derzeit noch Leute dafür übrig? Boah, hätte die Tür sich nicht geöffnet. War knapp. Okay, wir sind hier. Suchen wir das Viech. Ich versuche, dem System etwas Saft zu geben, damit die Lichter rangehen. Benutzt in der Zwischenzeit eure Taschenlampen. Taschenlampe. Null Problemo. Pass auf, die Türe schließt sich. Vier Stück. Ja, das werden wir brauchen. Habt ihr, mein Vater und du, nicht die Einschienenbahn genommen, als ihr die Raketen auf das Nest der Schwarzen geschickt habt? Das ist ein gutes Omen, Kaninchen. Vielleicht haben wir mit diesem Einsatz auch Glück. Hoffen wir es. Okay, Schalter drücken, Strom Tür auf. Ist an. Öffne das Tor. Ich gebe beim Durchgehen Deckung. Alles klar. Toll, das hast du gut gemacht. Ja, fein, ne? Krieg ich jetzt einen Keks? Ich glaube, ich kann darauf komplett verzichten. Alles klar. Los geht's. Komm schon, ich krieg schon hinter dir her. In Ordnung. Die Karte zeigt, dass vor uns ein Sammlereinstieg liegt. Wow. Das ist ja nicht mal vergammelt. Geh nach rechts. Links ist eine Sackgasse. Irgendwas hat sie aufgeschreckt. Pass auf! Holy shit, da kommt's! Oder auch nicht? Scheiße, das Ding ist schnell. Und wie schnell? Ich glaube nicht, dass uns hier etwas Ernstzunehmendes begegnet. Davon gehe ich mal stark aus. Nur noch ein bisschen weiter gehen, dann werden wir... Boah, eklige, widerliche Spinne. Oder ein Mann. Feuerzeug. Okay, damit kann ich doch sicher die Dinger abfackeln. Jupp. Liegt hier irgendwas? Jawohl. Immer gut mitzugehen. Neuer Eintrag. Na wunderbar. Und ich fällt mir nicht so eine Spinne auf den Kopf. Oh, widerliche Viecher. Setz deine Maske auf. Okay. Maske, Maske, Maske. X.
Hör auf, meinen Arsch anzuglotzen. Seh's für dich in weiter Ferne, Kaninchen. Hey, ich kann nicht anders. Unwiderstehlich. Oh. Tritt mich ja nicht runter. Männerpower! Wow. Das sind die mal verlassen und zerstört. Lass uns zum Haupteingang gehen. Das ist eine gute Schussposition. Es lässt sich ein großes Gebiet abdecken. Guter Plan. Du sollst ja immun sein gegen deren Einfluss. Aber ich bin nur ein normales Mädchen. Also kann ich da nicht rein. Geh rein und such die Kreatur. Ich glaube, da die Schwarzen ja so von dir angetan sind, wird sie deinen Geruch wittern oder was auch immer die tun und aus ihrem Versteck kommen. Versuch nur im Freien zu bleiben, damit ich dir Deckung geben kann. Wir halten Funkkontakt. Alles klar. Und wenn du Zweifel haben solltest, keine Sorge. Ich kümmere mich darum. Mhm. Na gut, dann viel Glück. Dazu sage ich nur, bist du bescheuert? Das geht doch gar nicht. Lass mich meine Arbeit nur machen. Dass wir das Visier freiwischen können, ist schon ein netter Touch. Auf jeden Fall. Wow, wow, wow. Ich gucke so ein bisschen mal in der Gegend rum. Filter können wir gebrauchen. Munition sowieso. Eine tolle Wüste hier. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Ich sehe eine Bewegung. Mach dich bereit. Rechts von dir. Rechts von mir? Ich arbeite dran. Das sind keine Schwarzen. Das sind Telepathen. Super, wie schnell der nachgeht. Immer er mit euch. Und tschüss. Das Geheule war ärgerlich. Gleich kommen noch mehr. Noch drei. Weiter so. Noch drei? Was mit dem Gewehr? Volltreffer. Na kommt. Oh, ich muss nachladen. Oh, der hat mir den Arsch gerettet. Hallo, wer seid ihr denn? Putzige Viecher. Ein Baum versperrt mir die Sicht. Ich glaube, ich kann ihn sehen. Etwa 30 Meter von dir auf 2 Uhr. Da ist er. Sieht klein aus, aber es ist definitiv ein Schwarzer. Was hält dich ab? Na los! Holy shit! Verdammt! Ist der Schnell? Wie hat er das gemacht? Reise ihn von links ein. Er ist noch da. Ziele! Jetzt bin ich gespannt. Wir können den Schwarzen garantiert nicht killen. Wow! Direkt vor mir! Okay, schnell den Filter wechseln. Flöpp. Mindestens atmet er nicht mehr so schwer wie im letzten Teil. Direkt über mir! Da! Ich kann ihm nicht schaden. Kein bisschen. Ach, komm her. Ehrlich gesagt will ich dich gar nicht töten. Bleib hier.
Morgen! Holy shit, welche Arschlöcher haben wir denn da? Die Kreatur, die ich in den ausgebrannten Überresten des Gartens vorfand, sah wie ein Schwarzer aus. Und sie konnte in meinen Verstand eindringen, das Innerste aus mir herausholen. Aber sie war auch kaum mehr als ein Baby. Und ich bin mir sicher, dass sie mich erkannte und Angst bekam. Sie ließ mich einmal bewusstlos zurück. Gerade lange genug, dass ich gefangen genommen werden konnte. Und die komische Sniperin kam noch nicht mal zu unserer Rettung. Herr Sturmanführer, diese Gefangenen wurden am Botanischen Garten festgenommen. Anscheinend haben sie etwas gesucht. Diese beiden sind Rote, weigern sich aber zu reden. Der dritte sieht nach einem Ranger vom Orden aus. Ein Mutant von der Größe eines Kindes wurde in ihrer Nähe erwischt. Er wurde ebenfalls als Rache ausgeliefert. Darum kümmere ich mich später. Der hier? Vermutete Mutation. Nein, nein, ich bin normal. Seht ihr? Zwei Arme, zwei Beine, 10 Finger. Versteht ihr nicht? Ich bin ein Bürger der Hanse. Klappe halten! Du bist hier nicht in der Hanse. Hier wirst du verdächtigt, fehlerhafte Gene zu verbreiten. Und das ist deine Prüfung. Wenn dein Schädel die richtigen Proportionen hat... Kommt schon, ihr kleinen Spinnen. Beiß meine Fesseln offen. Das ist eine Abscheulichkeit. Wissenschaft, verstehst du? Das ist ein Skandal! Ich hab dir gesagt, du sollst stillhalten. Und? Mal sehen. 318 Millimeter mal 302. Gucken wir mal in die Tabelle. Oh, Glückwunsch! Du bist ein Mutant! Das machen die Schweine doch extra. Boah, was für ein Pisser! Zum Müllschlucker, eine einfache Frage. Welchen Auftrag hattest du im Garten? Fahr selbst zur Hölle! Faschist! Puh. Ich zähle bis 3. 1. Die rote Linie lebe hoch! 2. Lang lebe Genosse Moskwin! 3. Wahnsinn. Bitte, bitte. Ich rede auch, aber nichts von den anderen, ja? Die bringen mich um, wenn sie das hören, okay? Bring den hier zur zweiten Einheit. Was willst du? Normalerweise mischt sich das Reich nicht in die Angelegenheiten des Ordens ein. Aber hier haben wir euch, die Roten und den Freak, alle zusammen im gleichen Netz gefangen. Das gefällt mir nicht. Also rede, oder du kriegst eine Kugel ins Hirn. Auf den Offizier! Hey, du! Geht doch! Hier, nimm das Messer. Behaltet's. Du gehörst also zum Sparta-Orden. Hell yeah. Unsere Vorgesetzten. Warum kann ich nicht seine Waffe nehmen? Aber ich würde sagen, scheiß drauf. Halten wir zusammen, ha? Jetzt mal ohne Mist, der trägt doch wohl voll die geilen Turnschuhe. Ach, Turnschuhe. Sporthose. Gummistiefel. Wir kommen hier nur lebendig raus, wenn wir zusammenarbeiten. Mein Gott, die Hose will ich haben. Gut. Richtig, also, 80er. Was hat denn die oder 90er. Müllschlucker gesagt? Fuck, ich will seine Waffe. Und halt nicht, aber der hat verdient. Er hat's verdient. Okay, wie kommen wir hier raus? Ah. Okay, verschwinden wir von hier. Und dann trennen wir uns. Wunderbare Idee. Oh, die lagern ja alle ihre Leichen. Komm. Siehst du die Rohre? Das ist ihr Notfallplan. Hier auch. Da haben wir so einen leckeren Pilz. Und verwandeln das Gefängnis in eine große Gaskammer. Verdammt. Die haben von ihren Vorfahren einiges gelernt. Wir gehen, sobald der Aufzug weg ist. Alles klar. Lass uns aufbrechen.